Willkommen bei ChatGPT. Das nächste Thema heute. Ich muss hier echt mal ein Abhakekreuz machen. Flucht DDR ist erledigt. Meine erste Freundin ist erledigt. Ausbildung zur Erzieher ist erledigt. Bewerbung ist erledigt. Krebs ist erledigt. Genau. Erzähl mir eine Geschichte. Eine Geschichte. Wir machen, wie gesagt, jeden Tag was anderes. Und ich werde mich mal an Bionados Kindergeschichten auch dran setzen. Und auch die dann aufnehmen und mal schauen, was draus wird. Aber ich habe hier eine ganze Liste, ich werde die abarbeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Erzähl mir eine Geschichte. So. Über die Angst vor der Zukunft. Gut, das er fängt schon mal an. Es war mal ein junger Mann namens Tim. Tim hatte immer Angst vor der Zukunft. Okay. Er machte sich Sorgen darüber, was passieren würde. Wenn er seinen Job verlieren würde, wenn er allein bleiben würde. Oder wenn er keine Kinder wird haben würde. Also mir ist jetzt so viel Würde drin. Er hatte Angst, dass er nie genug Geld haben würde, um sich selbst und seine Familie zu versorgen. Eines Tages beschloss Tim, also ich würde jetzt sagen, Tim beschloss, etwas gegen seine Angst zu tun. Und nicht eines Tages. So. Er begann sich mehr auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich weniger Sorgen um die Zukunft zu machen. Er kündigte seinen Job und begann etwas zu tun. Und begann in die Zukunft zu schauen. Oder etwas zu machen, was er liebte. Er reist um die Welt und erforscht neue Orte und Kulturen. Ach, ich frage mich, von welchem Geld. Mit der Zeit lernte Tim, dass die Zukunft unsicher ist und dass er in Ordnung und das ist, dass es in Ordnung ist, sich keine Sorgen zu machen. Er erkannte, dass das Leben voller Überraschung ist und dass es wichtig ist, die Gegenwart zu genießen. Er lernte, dass es okay ist, Unsicherheit und Unbekanntes zu akzeptieren und dass es besser ist, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, anstatt sich ständig Sorgen um die Zukunft zu machen. Tim lebte glücklich und zufrieden. Gut, das muss dann weiter weg. Weiter. Mit seiner neu gewonnenen Einstellung begann, passt schon mal gut, Tim sich auf sein persönliches Wachstum zu kümmern. Er nahm an Kursen und Seminaren teil, um seine Fähigkeiten zu verbessern und neue Kenntnisse zu erwerben. Er lernte, wie man Unternehmen gründet und führt und beschloss, seinen Traum zu verwirklichen. Die haben es immer mit ihren harten Unternehmen, oder? Mit viel Arbeit und Durchhaltevermögen hat Tim es geschafft, sein Unternehmen erfolgreich etablieren. Er hatte jetzt eine Karriere, die ihm erfüllen und finanzielle Sicherheit bot. Er hatte auch gelernt, wie man in ungewissen Zeiten flexibel bleibt und schnell auf Veränderungen reagieren kann. Tim traf auf eine wundervolle. Okay. Doch dann traf Tim, um eines Tages einmal mal loszuwerden, auf eine wundervolle Frau und beschloss, sie zu heiraten. Sie gründeten eine Familie und hatten Kinder, die sein Leben noch erfüllender machten. Tim war dankbar für seine Angst vor der Zukunft. Was? Tim war dankbar für seine Angst vor der Zukunft, denn sie hatte ihn dazu gebracht, sein Leben zu verändern und seine Träume zu verwirklichen. Er hatte gelernt, bla bla bla.
Okay, ändern. Verkaufte sein Unternehmen und eröffnete eine soziale Einrichtung, ja, für benachteiligte Kinder. Eröffnete einen sozialen Verein. Ja, mach mal Verein. Ich möchte mal gucken, was daraus macht. Bei Verein und Einrichtung ist da ein Unterschied. Mit dem Erfolg und der finanziellen Sicherheit, die er durch sein Unternehmen erlangt hatte, beschloss Tim, seine Erfolgsgeschichte mit anderen zu teilen. Er verkaufte sein Unternehmen und gründete einen sozialen Verein, der sich der Förderung von benachteiligten Kindern verschrieben hatte. Der Verein bot eine Vielzahl von Programmen an, die Kinder dazu inspirieren sollten, ihre Träume zu verwirklichen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Tim und sein Team arbeiteten hart daran, die Ressourcen und die Unterstützung zu bieten, die die Kinder brauchten, um erfolgreich zu sein. Tim war glücklich und erfüllt. Okay, bis ans Ende seines Lebens wahrscheinlich wieder. Dass er in der Lage war, einen positiven Einfluss auf die Leben von so vielen Kindern zu haben. Er hatte gelernt, dass das Leben nicht nur darum geht, für sich selbst zu sorgen, sondern auch darum, anderen zu helfen. Tim hatte endlich seine Angst vor der Zukunft überwunden und hatte eine Zukunft geschaffen, von der er nie zu träumen gewagt hätte. Okay. Zusatz. Ich bin gerade am Überlegen. Zusatz. Was macht er jetzt aus dem Begriff Zusatz? Ändern, weiter, erzähl mir. Kennt ChatGPT. Aber was macht er jetzt aus dem Begriff Zusatz? Zusatz. Tim. Reiste viel. Ja. Und wie soll ich das jetzt schreiben? Tim reiste viel und nahm seine sozialen Erfahrungen auf Mann Video auf und lud sie bei YouTube hoch. Ich bin mal gespannt, was macht es das daraus? Ja, Tim reiste viel und besuchte viele verschiedene Orte, um die Arbeit des Vereins zu unterstützen und zu dokumentieren. Er nahm seine Erfahrungen mit benachteiligten Kindern auf Video auf und lud sie auf Video hoch. Er wollte andere inspirieren, sich auch sozial ja, zu engagieren und die positiven Veränderungen, die er sah, mit der Welt zu teilen. Seine Videos wurden schnell populär und er hatte eine große Anhängerschaft, die ihm folgte und sich von seinen Geschichten und Erfahrungen inspirieren ließ. Er nutzte auch die Plattform, um Spenden für den Verein zu sammeln und um mehr Menschen dazu zu bringen, sich an seiner Arbeit zu beteiligen. Tim hatte endlich, okay, das, ja, immer dieser Schluss, der sich immer wiederholt.
Okay. Zusatz? Mit YouTube konnte Tim sich demnächst sein Unterhalt selber finanzieren und der Verein lief ohne Probleme. Mal gucken, was macht jetzt das Programm? Ja, mit der Beliebtheit seiner Videos auf YouTube konnte Tim schließlich seinen Lebensunterhalt selbst finanzieren und sich voll und ganz auf die Arbeit des Vereins konzentrieren. Er konnte sich auf die Organisation von Programmen und Aktivitäten für benachteiligte Kinder konzentrieren, ohne sich Gedanken über seine eigene Finanzierung machen zu müssen. Dass der Verein auf stabilen finanziellen Füßen stand und durch Tims YouTube-Präsenz immer mehr Unterstützung erhielt, konnte er seine Arbeit ausweiten und noch mehr erreichen. Tims Videos inspirierten viele Menschen, sich aktiv für soziale Gerechtigkeit und die Unterstützung benachteiligter Kinder zu einzusetzen. Okay. Und halfen, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ist in Ordnung. Jetzt mache ich hier ein Schlusswort. Mal gucken. Tims Schützlinge danken ihm für die Arbeit. Mal gucken, was macht daraus. Ja, bist du fertig? Schluss. Mit der Zeit wuchsen viele Kinder, die von Tims Verein unterstützt wurden, zu erfolgreichen und glücklichen Erwachsenen heran. Sie danken Tim für alles, was er für sie getan hatte. Und für die Unterstützung, die er ihnen gegeben hatte, um ihre Träume zu verfolgen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Okay, einige von ihnen beschlossen sogar, ihn ja in die Fußstapfen von Fußstapfen. Scheiß Deutsch heute. Viel zu spät schon, wo ich das hier machen. Draußen ist mir dunkel. Zu treten und sich aktiv für soziale Gerechtigkeit und die Unterstützung benachteiligter Kinder einzusetzen, die erkannten, also sie erkannten, dass Tims Arbeit einen bleibenden positiven Einfluss auf ihr Leben hatte und dass sie ihm viel zu verdanken hatten. Okay, Tim war glücklich und erfüllt, dass er in der Lage war, einen positiven Einfluss auf die Leben so vieler Kinder zu haben. Er hatte gelernt, dass das Leben nicht nur darum geht, für sich selbst zu sorgen, sondern auch darum, anderen zu helfen. Er hatte sein. Ja. Okay. Gut, denn der Rest kennen wir ja. Ich öffne jetzt mal das Word-Dokument. Wahre Liebe. So. Öffne dich. Ich warte, bis er mal fertig wird hier. Und dann kopieren wir jetzt mal alles. Erzähl mir eine Geschichte. Gut. Okay. Dann ändern wir es noch schnell. Erstmal hier die Absätze, die müssen erstmal raus. Die machen mich noch verrückt sonst. Gut.
Erzähl mal eine Geschichte über die Zukunft. Es war mal ein junger Mann namens Tim. Die fangen immer irgendwie alle gleich an. So, Tim, ein wie mache ich denn das? So, OBS manchmal auf, damit ich alles sehe. So, ich weiß ja nicht, wie ihr schreiben würdet. Erstmal hier, es war einmal. Meine Güte. So. Leck mir am Arsch, was soll denn der Scheiß? So. Tim, erstmal weg der Scheiß. Tim war ein. Wie soll ich sagen? Mobbing. Opfer seiner Kindheit. Also Tim war ein Mobbing-Opfer seiner Kindheit. Und nee. Und lernte langsam beim Erwachsenwerden mit seiner Angst umzugehen. Wo ist das Ding hier? Da? So, Tim war ein Mobbingopfer seiner Kindheit und lernte langsam beim Erwachsenwerden mit seiner Angst umzugehen. Beim Erwachsenwerden aus der Pubertät zu einem jungen Mann mit seiner Angst umzugehen. Okay, Tim war ein Mobbingopfer seiner Kindheit und lernte langsam beim Erwachsenwerden aus der Pubertät zu einem jungen Mann mit seiner Angst umzugehen. Gut, dann haben wir endlich mal diesen typischen Anfang weg, der mich immer stört. Tim hatte immer Angst vor der Zukunft. Er machte sich Sorgen darüber, was passieren würde, wenn er seinen Job verlieren würde, wenn er allein bleiben würde oder wenn er keine Kinder haben würde. Er hatte Angst, dass er nie genug Geld haben würde, um sich selbst und seine Familie zu versorgen. Um sich selbst und seine zukünftige, er hatte noch keine Familie zu versorgen. So, eines Tages, einmal lasse ich das mal stehen. Oh, Tim beschloss. Tim beschloss etwas gegen seine Angst zu machen. Dieses Tun stört mich zu machen. Er begann sich mehr auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich weniger Sorgen um die Zukunft zu machen. Er kündigte seinen Job und begann etwas zu tun, was er wirklich liebte. Hier lasse ich das Tun noch einmal drinne. Er reiste um die Welt und erforschte neue Orte und Kulturen. Mit der Zeit lernte Tim, dass die Zukunft unsicher ist und dass es in Ordnung ist, sich keine Sorgen zu machen.
Er erkannte, dass das Leben voller Überraschungen ist und dass er sich, dass es wichtig ist, die Gegenwart zu genießen. Er lernte. Er lernte, dass es okay ist, Unsicherheiten und Unbekanntes zu akzeptieren und dass es besser ist, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, anstatt sich ständig Sorgen über die Zukunft zu machen. Weg der letzte, der letzte Satz. Gut. Okay. Mit seiner neu gewonnenen Einstellung begann Tim sich um sein persönliches Wachstum zu kümmern. Er nahm an Kursen und Seminaren teil, um seine Fähigkeiten zu verbessern und neue Kenntnisse zu erwerben. Er lernte, wie man ein Unternehmen gründet und führt, und beschloss schließlich, seinen Traum zu verwirklichen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Eigenes, sag es mal, IT-Unternehmen zu gründen. Gut. Mit viel harter Arbeit und Durchhaltevermögen hat Tim es geschafft, sein Unternehmen erfolgreich zu etablieren. Er hatte jetzt eine Karriere, die ihm Erfüllung und finanzielle Sicherheit bot. Er hatte auch gelernt, wie man in ungewissen Zeiten flexibel bleibt und schnell auf Veränderungen reagieren kann. Okay. Eines Tages traf Tim auf seine wundervolle Frau und beschloss, sie zu heiraten. Sie gründeten eine Familie und hatten Kinder. Die sein Leben noch erfüllender machten. Tim war dankbar für seine Angst vor der Zukunft, denn sie hatte ihn dazu gebracht, sein Leben zu verändern und seine Träume zu verwirklichen. Er hatte gelernt, dass Angst manchmal nur ein Hindernis ist und dass man sie überwinden muss, um erfolgreich zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich lasse das jetzt einmal so stehen. Ändern. Okay. Das schmeiße ich jetzt mal raus. Mit dem Erfolg und der finanziellen Sicherheit, die er durch sein Unternehmen erlangt hatte, beschloss Tim, seine Erfolgsgeschichte mit anderen zu teilen. Er verkaufte sein Unternehmen und gründete einen sozialen Verein, der sich der Förderung benachteiligten Kindern beschrieben hatte. Okay. Der Verein bot eine Vielzahl von Programmen und Aktivitäten, die Kinder dazu inspirieren sollten, ihre Träume zu verfolgen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Okay. Tim und sein Team arbeiteten hart daran, die Ressourcen und die Unternehmensunterstützung zu bieten, die die Kinder brauchten, um erfolgreich zu werden. Tim war glücklich und erfüllt, dass er in der Lage war, einen positiven Einfluss auf die. Okay, dann das haue ich jetzt mal weg hier. So. Zusatz. Tim reiste viel. Okay, ich lasse dieses doppelte Tim mal drin. Und besuchte viele verschiedene Orte, um die Arbeit des Vereins zu unterstützen und zu dokumentieren. Er nahm seine Erfahrungen mit benachteiligten Kindern auf Video auf und lud sie auf YouTube hoch. Er wollte andere inspirieren, sich auch sozial zu engagieren. Okay. Und die positiven Veränderungen, die er sah, mit der Welt zu teilen.
Seine Videos wurden schnell populär und er hatte eine große Anhängerschaft, mit die ihm folgte und sich von seinen Geschichten und Erfahrungen inspirieren ließ. Er nutzte auch die Plattform, um Spenden für den Verein zu sammeln und um mehr Menschen dazu zu bringen, sich an seiner Arbeit zu beteiligen. Tim hatte endlich, ja, es geht das schon wieder los hier. Zusatz, okay. So, mit der Beliebtheit seiner Videos auf YouTube konnte Tim schließlich seinen Lebensunterhalt finanzieren und sich voll und ganz auf die Arbeit des Vereins zu konzentrieren. Er konnte sich auf die Organisation und Programme und Aktivitäten für die benachteiligten Kinder konzentrieren, ohne sich Gedanken über seine Finanzierung machen zu müssen. Da der Verein auf stabilen finanziellen Füßen stand und durch Tims YouTube-Präsenz immer mehr Unterstützung erhielt, konnte er seine Arbeit ausweiten und noch mehr Kinder erreichen. Tims Videos inspirierten viele Menschen, sich aktiv für soziale Gerechtigkeit und die Unterstützung benachteiligter Kinder einzusetzen und halfen, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Tim hatte endlich... Warte mal, wo ist hier das Ende? Gut. Er hatte seine Leidenschaft gefunden und seine Fähigkeiten genutzt, um einen Unterschied in der Welt zu machen. Und er hatte es geschafft, seine Arbeit durch die Kraft von Social Media und Online-Präsenz zu verbreiten. Hört sich auch schon mal gut an, wa? Schluss. Ich mache jetzt mal Schluss. Mit der Zeit wuchsen viele Kinder von... die von Tims Verein unterstützt worden sind. Tim war glücklich. Gut, ich mach das mal weg hier. Ja, da kann geschaffen und so weiter. Okay. Zum Schluss. Er hatte sein Leben dem Dienst an anderen gewidmet und hatte einen bleibenden positiven Einfluss auf die Welt und die Menschen um ihn herum. Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen, wa? Sieht doch schon mal gut aus. Mache ich jetzt mal so. Okay, einmal hier. Perfekt. Jupp. Ich werde das jetzt in ein anderes Dokument reinladen. Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Ja, mein Desktop schiebt das überall hin. So, ich habe die ja schon aufgeschrieben. Na. Das habe ich jetzt doppelt. Wahre Liebe kann nichts kaputt machen. Wie meine Ausbildung zur Erzieherin mein Leben veränderte. Okay. Erzähl mir eine Geschichte über Krebs. Okay. Jetzt schiebe ich das hier noch rein. Was machen wir jetzt für einen Titel daraus? Eine Geschichte, zum Beispiel beim Titel, kann man jetzt wieder was machen. Ich mache jetzt mal hier neu. Buchtitel. Wir lassen einfach mal ChatGPT das jetzt mal übernehmen. Angst vor der Buchtitel. Warte mal, Idee. Angst vor der Zukunft. Und jetzt warten wir mal ab, was ChatGPT einem jetzt vorschlägt. Okay. Habe noch ein anderes Programm, ihr wisst ja. Neuroflash.
Ja, Buch. Titelblockideen, letzte Ideen. CEO-Titel. Titelideen von Roman. Angst vor der Zukunft. Mal gucken, was macht das Programm jetzt da draus? Komm. Kann das jetzt mal weggehen hier? Okay. Der Weg in die Angst, okay. Hinter der Angst liegt die Wahrheit. Furcht vor den Unbekannten. Panikattacken und Lippen. Naja. Vor den Toren der Angst. Oder wie ich die Angst besiegt habe, passt ja eigentlich eher dazu. Mal gucken. Was macht das Programm? Endlich frei, ich bin stark, Mut zu leben. Hört sich alles scheiße an. Neuroflash hier. Ah ne, ChatGPT. Na, Buch, Titel, Idee, wie ich die Angst überlebt habe. Also das Programm ist echt spannend. Hast du eine Idee? Das Programm braucht gerade ziemlich lange dafür. Nee, hat da keine Idee. Okay. So, mal gucken, Angst besiegt habe. Dein Leben ohne Angst. Okay, so besiegt man seine Ängste. Wie ich meine Ängste besiegt habe. Keine Angst mehr. Dein Leben ohne Angst. So besiegt man. Ah, ich das hier. So. Nehme ich gleich mal so, wie es ist hier. Brauchen wir nicht mehr schreiben. Okay. Das mache ich jetzt mal auf Areal. 12. Okay, ist alles Times Human. Okay. Du meinst halt eben auf Times hier. Meine Güte, wenn du es unbedingt so haben willst. So. Fett. Gut. Wir sind das Ding hier durch. Wir haben die nächste wunderbare Geschichte geschrieben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Passt. Und ja. Ich kann ja echt nicht meckern. Ich kann wirklich nicht meckern, das passt alles. ChatGPT ist wirklich einfach unschlagbar in so etwas. Aber wir haben es bei einer Folge gesehen, es macht doch noch viele Fehler. Okay, erstmal danke fürs Zuschauen. Morgen kommt das nächste Thema. Oder übermorgen. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.